Ein Hof in der Nähe von Waltenhofen bei Kempten. Innerhalb von 4 Jahren ist auf einem etwa 2000 Quadratmeter großen Grundstück ein ungewöhnlicher Garten entstanden. Er gehört Tina und Patrick Tierfelder, ein Landschaftsgärtner mit alternativen Ideen. Die beiden haben schon auf vielen Höfen mitgearbeitet, zuletzt auf einem Selbstversorgerhof nahe Wien. Auch hier gärtnern sie zusammen mit 2 anderen Mitbewohnern. Sie wollen einen naturnahen Garten und orientieren sich dabei auch an den Prinzipien der Permakultur. Dazu gehört, dass man den Pflanzen Freiheit lässt, sich da auszubreiten, wo es ihnen gefällt. Hast du so viele Kamille ausgesät oder ist die so aufgegangen? Also wir haben sie einmal in einem Steinbeet wo angesät und dann hat sie sich jetzt über 2-3 Jahre selber so viel ausgesät. Die liebt anscheinend diesen mageren Boden hier. Lässt du die dann auch so stark sich aussehen? Ja, wir lassen sie sich schon aussehen, wir dämmen sie halt dann ein. Aber wir lassen sie auch zum großen Teil, weil ich bin so froh, endlich echte Kamille überall zu haben. Ich habe davor in unserem vorigen Garten eben immer versucht, echte Kamille anzubauen und habe es nie geschafft. Und hier hat es jetzt endlich funktioniert und deswegen gebe ich sie jetzt auch nicht mehr her. Diese Kamille braucht Tina für Tees und Aufgüsse. Sie schätzt ihren hohen Gehalt an ätherischen Ölen. Hier war vor 5 Jahren nur monotones Grün. Jetzt ist es bunt und wild. Die Gärtner ziehen viele Pflanzen selbst und verwenden dabei am liebsten regionales Saatgut. Ihren Boden bedecken sie stets mit Rasen- oder Wiesenschnitt als natürlichen Dünger. Das sind einfach teilweise Sorten, die aus der Nachbarschaft oder von Freunden schon selber seit jeher in alten Bauerngärten gezogen werden und einfach zur Region passen und dem Klima hier. Und von daher, ja, schon dem allen gewöhnt sind sozusagen. Was ist das zum Beispiel vor dir, was du gepflanzt hast? Das ist jetzt ein Rosenkohl. Den haben wir quasi aus Schöllern. Das sind Freunde von uns. Da war quasi schon bestehender Bauerngarten. Und der ist da seit jeher gewachsen und eben riesengroß. Super Ertrag, super lecker, kerngesund. Und die haben eben den auch selber vermehrt, haben den uns gegeben und seitdem vermehren wir den hier weiter. Aber da braucht man schon eine Weile, bis man so eine Sammlung hat, oder? Auf jeden Fall, ja. Aber dafür gibt es dann einfach andere Menschen, die einfach andere Sachen vermehren und so tauscht man das dann untereinander. Und das ist eigentlich ganz schön. So muss man sich nicht selber um alles kümmern. In diesem Garten finden sich viele alte und robuste Sorten, wie die Haferwurz oder die blaue Kapuzinererbse. Diese Vielfalt bietet Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Insekten. So ist ein Biotop entstanden. Und genau das war Patricks Traum. Mit humusreichen Böden für Obst und Gemüse und mageren Böden für Wildpflanzen. Aber das ist ein bisschen so ein Durcheinander bei euch. Schaut so aus. Ja, wir stehen auf Durcheinander. Ja, das ist Mischkultur. Angefangen habe ich wirklich auch im ersten Jahr alles schön mit Reih und Glied, natürlich auch mit Mischkultur, viel nachgelesen. Und mittlerweile, dadurch, dass einfach der Rest des Gartens auch sehr blüht und wir so viel wandernde Pflanzen haben sozusagen, vermischt sich mittlerweile alles. Und eben unser Gemüse. Das dürfen die auch? Das dürfen die, das sollen die sogar. Also kein Reih und Glied. Genau. Zum einen ist es für das Auge viel schöner und zum anderen lebt die Mischkultur auch davon. Mischkultur bedeutet einfach, dass gewisse Pflanzen sich mit anderen Pflanzen vertragen und mit anderen wiederum nicht. Das ist einfach über die Jahre aus Erfahrungen heraus entstanden. Und nach denen habe ich mich natürlich auch gerichtet am Anfang. Und mittlerweile weiß ich einfach, dadurch, dass wir nicht mehr nach Reih und Glied anbauen, sondern mehr oder weniger kreuz und quer, bedingen sich alle Pflanzen auf irgendeine Art miteinander. Weil einfach die Krankheiten, die ja scheinbar eben bei gewissen Pflanzen entstehen, durch so viele Blumen, durch Kräuter, durch unterschiedliche Bepflanzung eh nicht mehr da sind oder einfach nicht mehr die Chance haben, unsere Pflanzen anzugreifen. Diese Blütenvielfalt in den Beeten
sorgt halt auch dafür, dass eben meinetwegen Kohlweißling, wenn er einfach den Kohl sucht, total überfordert ist und nicht mehr genau weiß, oh Gott, wo soll ich hin? Hier riecht's überall nach den unterschiedlichsten Düften. Und damit umgehen wir halt ein bisschen dieses eintönige System, wo halt die Krankheitsanfälligkeit viel größer ist. Vor rund 20 Jahren hat Winfried Mischler diesen Bauernhof wegen seiner wunderbaren Lage gekauft. Heute ist der Hof an Patricks kleine Gemeinschaft vermietet. Aber der Stadel ist noch voll mit seiner Sammlung von historischen Bulldogs. Also das war die ehemalige Jauchelgrube. Und da davor, da ist irgendwie so ein Heckezeug gestanden, wie der Johannesbierbisch oder was. Und alles andere war Wiese. Und da, wo jetzt die Terrasse ist oder da der befestigte Platz, das war der Bauergarten. Also wie man es früher vor jedem Bauerhaus gehabt hat. Ja. Wie gefällt dir der Garten jetzt? Ja, wunderbar, herrlich, ein Paradies. Glashaus war auch nicht da, haben ja die Leute jetzt gebaut. Ich bin kein Gärtner, ich habe keinen grünen Daumen. Das war bei mir alles kahl und leer. Mein Hobby sind die Maschinen und die Bulldogs halt. Klimpern darauf, so laut wir wollen. Und du darfst auch darauf spielen. Willst du das? Wenn zum Beispiel die Kinder jetzt mit dem Patrick weg sind und ich bin hier, habe einen Nachmittag für mich, dann lande ich oft hier irgendwo im Garten. Und dann bleibe ich hier. Dann komme ich nicht mehr weg. Also dann sitze ich oft einfach nur zwischen den Pflanzen und beobachte. Oder ich fange dann an, irgendwas zu machen und bin dann aber voll in meiner Ruhe. Das ist wie so, da komme ich auch voll runter. Und du kannst schon einmal im Garten sitzen? Wie so eine eigene kleine Welt. Ja, voll, das mache ich voll gern. Weil manche Gärtner können ja nicht sitzen. Doch, das kann ich. Ja, das kann ich. Das kann ich, tue ich mir sonst sehr schwer damit, in anderen Bereichen. Da bin ich sehr wumslig, weil ich auch immer was zu tun finde. Aber tatsächlich schaffe ich das hier. Gerade im Moment schaue ich mir voll gern die Hummeln an, also die unterschiedlichen Hummeln. Ich gucke einfach überall, was passiert, was wächst wo, welche Insekten sind auf welchen Pflanzen. Patrick hat einen anderen Rückzugsort. Hier entwirft der Landschaftsgärtner seine Gartenpläne. Er hat sich auf naturnahe Gärten spezialisiert, die mittlerweile sehr gefragt sind. Ich verbringe erst ganz viel Zeit mit den Kunden, weil der Garten soll ja für sie entstehen. Und dann verbringe ich auch sehr viel Zeit auf dem Grundstück, wo der Garten entstehen soll. Und ja, im Großen und Ganzen bringe ich danach beides zusammen sozusagen. Und mir ist eben ganz wichtig, dass nichts erzwungen wird in diesen Gärten. Und deshalb eben ist mir dieses Grundstück und das, was dort vorhanden ist und schon wächst und auch gut gedeiht, und so wichtig,